Es geht heute um Content und um ganz besonderen Content. Und ich habe ja schon darüber berichtet, über diesen Wow-Effekt. Also ich habe diesen Wow-Effekt und wir werden auch heute darüber sprechen, wie auch vielleicht ihre Kunden diesen Wow-Effekt erleben. Und ich freue mich jetzt auf 20 Minuten digitalen Snack und löse auch gleich auf, was hat eigentlich Knoppers damit zu tun. Es ist heute der Lieblingssnack von Dina von Folion. Ich begrüße auch ganz herzlich Mario von CloudBridge. Und vielleicht ganz kurz organisatorisch, Fragen können gestellt werden. Wir nehmen die mit in eine geschlossene Snackinar-Gruppe. Da wird dann jeder auch nochmal eingeladen und können also auch dort noch Fragen stellen. So, lieber Mario, bei mir war es der Wow-Effekt, nachdem ich unseren ersten Content-Piece gesehen habe. Du warst der Vorreiter bei uns bei CloudBridge und hast dafür ja gekämpft eigentlich, dass wir das bei uns auch angehen und mit aufnehmen. Erklär doch erstmal, warum war das so? Ja. Auf jeden Fall, gerne. Also wenn man im Endeffekt, hier ist auch die Frage mit dabei, was ist Customer Experience und warum braucht es jetzt eine Customer Experience 2.0? Wenn wir in unseren Projekten sind mit unseren Kunden, ist ja der Fokus immer im B2B-Bereich, größtenteils. Ja, wenn man sich aber dann die Trends anschaut, also wo geht's hin, dann kann man ja auch im B2B eigentlich immer schon mal auf die B2C schauen. Und da merkt man natürlich, man kennt es von sich selber, dass der Trend ganz klar dahin geht, sich vorher zu informieren, digital zu recherchieren und nicht mehr irgendwie gleich mit dem Vertrieb in das Gespräch zu gehen, sondern erst, wenn man weiter informiert ist und die richtigen Informationen hat, sich auch schon für ein Unternehmen entschieden hat, dann in den direkten Kontakt zu gehen. Mhm. Also da erst einmal, warum ist es überhaupt wichtig, jetzt in die digitalen Kanäle zu investieren und da natürlich den Fokus drauf zu setzen? Und wir machen das natürlich auch in unseren Projekten schon mit Marketing Automation. Das heißt, wir automatisieren Customer Journeys, Kampagnen, dass wir diese User auch im richtigen Moment der Customer Journey bespielen. Haben aber dann gedacht, gerade bei den Kunden, wo es jetzt auch schon so weit läuft, wie kann es weitergehen oder wo ist es noch so der Punkt, wo noch etwas fehlt? Und das war bei uns dann ganz klar so das Thema Content im B2B-Markt, wo man ja sehr stark auf ein PDF über ein White Paper oder Co. setzt und was auch überhaupt nicht schlecht ist. Also ich will das PDF ja überhaupt nicht schlecht sprechen. Das hat auch alles seinen Wert und kann auch eingesetzt werden. Aber es ist natürlich nicht so interaktiv, wie man sonst auch kennt, wenn man jetzt vielleicht als Privatperson irgendwie bestimmte Marken recherchiert, sich Informationen einholt. Es ist nicht wirklich emotional. Es ist einfach ein Stück Text und es ist auch nicht immer für jedes Gerät geeignet. Und da merken wir natürlich ja auch, das ändert sich. Man geht mittlerweile über Smartphone, übers Tablet, auch beruflich recherchiert man mal am Abend. Und das waren natürlich so Punkte, wo wir gesagt haben, da können wir nochmal rangehen und uns nochmal etwas suchen. Da haben wir dann im Endeffekt recherchiert und sind auch im Laufe eines Projekts somit dann auch auf Folion gestoßen. Und da werden wir später ja auch noch einen kurzen Blick reinwerfen, weil es eben genau diese Möglichkeiten gibt, Content wirklich erlebbar zu machen. Man kann ihn schnell anpassen, was in der heutigen Zeit natürlich auch wichtig ist und hat da einfach einige Möglichkeiten. Aber genau, vielleicht Dina, du kennst es ja auch quasi von Folion direkt. Was ist so auch neben dem, was wir jetzt gesagt haben, vielleicht so der Grund für Kunden, jetzt mit Folion eine neue Content Experience aufzubauen? Ja, vielen Dank, Mario. Wie du schon gesagt hast, wir sehen es immer mehr wirklich diesen Trend, den B2B-Leser und Buyer auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, an der Hand zu nehmen und wirklich diese Experience zu schaffen. Also wirklich dieses Interaktive, dass ich Videos mit einbinden kann und auch wirklich die Medien benutzen kann, die ich intern auch wirklich zur Verfügung habe, um wirklich dann solche Whitepaper einfach schöner darstellen zu können. Das ist so der eine Punkt ein bisschen. Natürlich die Messbarkeit, das ist etwas, was immer wieder aufkommt. Der Content muss einfach, sage ich jetzt mal, für das Unternehmen selbst messbar gemacht werden, damit man auch wirklich sehen kann, okay, was ist überhaupt mein Return on Investment bei dem Ganzen? Und das Letztere, was wir ganz oft sehen, ist einfach die Erstellung, ne? Also der komplette Erstellungsprozess, dass der auch einfach reibungsloser funktioniert, dass unterschiedliche Abteilungen besser miteinander arbeiten können und zum Beispiel auch gleichzeitig an einem White Paper arbeiten können, um eben auch die Erstellungszeit so ein bisschen zu minimieren und schneller mehr Content publizieren können. Vielleicht nur eine Frage, Dina, zur Messbarkeit. Also wo und wie genau misst denn Folion? Vielleicht sagst du da noch mal kurz was dazu. Ja. Ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was genau ausgewertet wird und mit welchem, also was ich dann daraus schließen kann, ne, als Anwender oder eben als Ersteller.
Genau, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, Google Analytics zu verbinden und das gibt eben die Möglichkeit, zu sehen, wie die komplette Publikation performt. Das heißt, diese klassischen Indikatoren wie durchschnittliche Zeit, die auf den unterschiedlichen Seiten verbracht wird. Mhm. Was ist meine Bounce-Rate? Wie viele Nutzer habe ich überhaupt oder wie viele Leser, die sich das Ganze anschauen? Von welchem Device kommen sie? Also das heißt, ist es wirklich das Handy am Ende oder das Tablet? Wie muss ich meinen Content dementsprechend vielleicht auch anpassen? Das ist so der erste Punkt. Das zweite, was oder welche Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel die Marketing-Automatisierungsplattform zu verbinden. Das hatte Mario gerade schon einmal gesagt. Gerade wenn ich das Thema Lead-Generierung nehme, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Leads, die über Formulare reinkommen, direkt dem CRM-System zugefüttert werden und basierend auf deren Engagement und das Tracking, was ich da habe, verschiedene Workflows zum Beispiel gesetzt werden können, den Content selbst bei Lead Scoring zum Beispiel mit reinnehmen. Ne? Solche Indikatoren bekommt man dann. Maria, du bist ja bei uns für die Technologie zuständig und verantwortlich. Wie ist es mit der Marketing Automation? Also was kann ich da weiter ausbauen? Also ich stelle jetzt quasi im ersten Schritt fest, okay, das sind jetzt die Aufenthaltspunkte ja letztendlich in dem Content. Wie genau verknüpfe ich das dann jetzt oder wie verknüpfen wir das bei uns dann in die Automation? Mhm. Ja, also es kommt ganz darauf an natürlich, mit welchem Tool der Kunde die Marketing Automation betreibt. Aber wenn man jetzt mal was Klassisches nimmt, wie beispielsweise HubSpot, was einbindbar ist, dann ist es tatsächlich so, dass wir im Endeffekt sehen, welcher unserer Kontakte oder Leads, die wir jetzt in dem System haben, hat denn mit dem Content interagiert und wie und können natürlich das wiederum verwenden, um weiter mit ihm zu kommunizieren. Weil das war natürlich, also gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns, dass wir eigentlich oft darauf hingearbeitet haben, dass jemand sich ein White Paper runterlädt, ein E-Book oder irgendein Content und wir haben nur gesehen, er hat es sich heruntergeladen, aber nicht, wie ist er dann wirklich damit umgegangen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig interessant zu wissen, wie viel hat er denn davon gelesen, wie stark hat er sich damit beschäftigt und gibt uns auch dann die Möglichkeit natürlich dementsprechend, wenn wir wissen, er hat sich auch wirklich diesen Content angeschaut, anders mit ihm zu sprechen, wie wenn wir nur wissen, er hat sich's mal runtergeladen, wissen aber gar nicht, wie gut er sich jetzt eigentlich mit dem Thema auch auskennt. Und das ist natürlich da auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja versprochen, dass so ein Wow-Effekt eintritt. Ich hoffe, dass es das gleich tut, aber vielleicht, dass wir uns auch mal an dem Thema, wollten wir auch mal so ein bisschen reinschauen und ich glaube, an einem Beispiel von uns können wir das vielleicht mal ganz gut darstellen, also wie wir mal ganz konkret in einem E-Book das eingestellt, also für uns ein Folion, Alternative zu PDF erstellt haben. Vielleicht können wir anhand von dem uns das nochmal anschauen und Mario, dass du vielleicht nochmal so ein bisschen erklärst, was wir uns da so im Hintergrund gedacht haben und ja, wie sowas aussehen kann einfach. Ne? Auf jeden Fall. Also man sieht jetzt hier dann wirklich dieses fertige Ergebnis, sage ich jetzt mal. Genau, bei uns geht es eben hier, das werden wir auch, glaube ich, im Nachgang den Teilnehmern auch nochmal zur Verfügung stellen, dass sie selber auch mal es wirklich dann auch erfahren können, sich mal durchklicken können und das mal ansehen können. Aber man sieht schon, allein auf dieser Startseite ist es natürlich, gibt gleich so eine Interaktivität, gerade wenn man, wir gehen ja auch sehr in die Richtung, es muss modern, wir gehen sprechen über Digitalisierung. Dementsprechend können wir auch da mit so einem Hintergrundbild arbeiten. Und man hat aber trotzdem, egal mit welchem Gerät man gerade drauf geht, immer so diese Möglichkeit, genau über einen Button oder auch rechts über die Pfeile, oben über das Menü, immer dann auch wirklich weiterzugehen. Und es hat wirklich diesen Content-Charakter. Ja? Also man kann natürlich sehr schnell weitergehen, man kann Seite für Seite weitergehen. Also auch da schon ein bisschen interaktiver und es baut sich dann im Endeffekt dann diese Seite auf. Also da kann man dann auch weiter runterscrollen, mehr Inhalte einbinden und eben was ganz wichtig ist, wirklich Animationen einbinden oder eben auch Videos einbinden, andere Medienformate, die man hat, wenn es mal zu einem bestimmten Thema einen Podcast oder Ähnliches gibt, sind alles Möglichkeiten, die man in so einem Content natürlich mit einpflegen kann. Und das macht es dann dementsprechend schon wesentlich interaktiver, aber auch, wenn man es natürlich auch richtig umsetzt, dann auch emotionaler und hält einen natürlich länger an dem Content und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und vielleicht einmal, wenn man dieses Beispiel noch sieht, würde es jetzt eben auch mit diesen einzelnen Seiten, könnten wir natürlich auch sehen, wie lange ist der User auf einer dieser Seiten, mit welchen dieser Themen wird sich am längsten beschäftigt, wo ist vielleicht auch die Absprungrate der User und können dementsprechend auch kontinuierlich diesen Content optimieren, was wir ja sonst
bei anderen Formaten dann teilweise nicht haben, wo wir das einfach nicht wissen und nicht sehen. Genau, und dementsprechend hier ganz klar, man sieht es geht alles klar Richtung Content, es ist aber natürlich wesentlich moderner dargestellt und man hätte jetzt auch hier zum Beispiel, wenn man nochmal in die Richtung Verknüpfung zur Marketing Automation geht, auch da zum Ende hin kann man jetzt natürlich ein Call to Action, könnte man setzen, könnte wirklich jetzt ein HubSpot-Formular als Beispiel oder von einer anderen Automation mit einbinden und natürlich auch da den Weg kürzer machen. Man muss nicht wieder auf eine Seite gehen, den direkten Kontakt suchen, hat da also einfach natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Aber genau, also ein Beispiel, mit dem wir wirklich sehr erfolgreich sind, das auch wirklich gut frequentiert wird und wo man auch merkt, dass dann die Verweildauern hoch sind. Aber genau, vielleicht Dina, kannst du uns ja noch auch ein paar Beispiele geben, so über KPIs und wie Kunden vielleicht auch mit Folio und Docs dann ihre Ergebnisse verbessert haben. Natürlich, ja, sehr gerne. Ja klar, du hattest gerade eben schon gesagt, ne, wir schaffen quasi diese Experience für den Leser und sehen auch, ihr habt das auch gesehen, wie länger also ein Leser wirklich in so einer Publikation bleibt. Das kommt auch daher, dass es einfach interaktiver ist. Ne? Man hat die Möglichkeit, zum Beispiel klickbare Videos mit reinzunehmen, Formulare und so weiter, GIFs, um das Ganze einfach ein bisschen interaktiver zu gestalten. Und was wir eben sehen, einer unserer Kunden zum Beispiel, die haben eine Lesezeit von bis zu 10 Minuten. Also man muss sich das mal vorstellen, 10 Minuten wirklich in dieser Publikation verweilend. Und der Durchschnitt, sag ich mal, Industriedurchschnitt bei uns ist immer 3 Minuten, also wirklich viel weniger. Aber da man quasi diese Experience schafft, geht der Leser auch wirklich durch den Inhalt durch. Man gibt die Möglichkeit, auch direkt auf Themen zuzugreifen, zum Beispiel ganz oben. Man hatte das gesehen im Beispiel, die Navigationsleiste, wirklich die unterschiedlichen Themenbereiche. Das heißt, ja, wir gehen dem Ganzen so ein bisschen entgegen, dass die Aufmerksamkeitsspanne leider immer kürzer wird, aber wirklich, dass der Leser sich individuell die Themen raussuchen kann, auf die er wirklich einschreiten möchte. Genau, gerade wenn es auch, sag ich mal, vielleicht um die Erstellung geht, also wirklich den Prozess, was wir oft sehen, dass Unternehmen wirklich dreimal so schnell die Publikationen erstellen und auch dreimal weniger Produktionskosten haben, ne? Weil man die Möglichkeit hat, alles, sage ich jetzt mal, in einer Plattform abzuwickeln. Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, ganz kurz zwischendurch, Mario, weil das kam jetzt so auf, als ich es gesehen habe, wie lange dauert das jetzt eigentlich als Aufwand? Du sagst gerade zeitlicher Aufwand, wenn man das jetzt alles gesehen hat im Vergleich, also dass man sich das mal so vorstellen kann, also welcher wirkliche Aufwand zeitlich ist das denn dann, das umzusetzen, wenn ich die Inhalte natürlich textlich habe, ne? So im Unterschied. Ja, genau. Also wenn man sagen kann, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, gibt es die Grafik schon, wird die Grafik noch erstellt? Beispielsweise wir, wenn wir jetzt in den Projekten arbeiten, machen wir das ja teilweise auch selber. Also wir haben ja eine eigene Grafikabteilung, die dann mit dem Kunden zusammen die Grafik entwickelt. Wir haben auch Content Writer, aber wenn wir sagen, die Inhalte sind da und wir können jetzt in Folion arbeiten und das aufsetzen, dann hat man ja einmal so eine Grundstruktur, die man aufbaut. Man verknüpft die Webseite, man bindet Google Analytics ein, man kann Retargeting einbinden und dann das Aufbauen selber geht dann mit den Inhalten relativ schnell. Also da würde ich sagen, kann man innerhalb von, je nachdem wie quasi die Kapazität, aber innerhalb von ein paar Tagen, einer Woche, 1,5 Wochen wirklich ein fertiges Ergebnis auch liefern, das dann mit einer Feedback-Schleife auch gleich einsetzbar ist. Ja, also da würde ich schon sagen, kann man sehr schnell in dem Tool arbeiten. Aber Tina, das war ja gerade eine Aussage, ne? Dreimal so schnell, also das hat man auch gehört, aber gerne, wollte ich auch nicht unterbrechen. Nee, alles gut, das ist super. Mario, da möchte ich einmal ganz kurz anknüpfen. Das Schöne ist ja auch an der Sache, man hat die Möglichkeit zu sehen, wie performt der Content. Wenn, sage ich jetzt mal, nicht die richtigen Indikatoren da sind, beziehungsweise man noch nicht die KPIs erreicht hat, die man haben möchte. Das Schöne ist ja, man kann in die Analytics reingehen, nachdem etwas veröffentlicht wurde, schauen, was da passiert, ne? Und dann, sage ich mal, den Content anpassen. Das Tolle an der ganzen Sache ist, man muss eigentlich nur wirklich in der Software Republishing klicken und dann wird das automatisch aktualisiert. Das heißt, jeder, der diese Publikation schon vorliegen hat oder ob das auf LinkedIn geteilt wurde oder auf der Webseite platziert wurde, hat automatisch diese aktuelle Version. Na, also das auch nochmal da. Vielleicht eine Frage noch, Dina. Ich meine, wir waren jetzt gerade sehr kundenorientiert. Na, ich möchte aber ja auch nicht versäumen, dich nochmal zu fragen, intern eure Kunden, wie setzen die das jetzt auch ein? Also wir haben ja auch Presseleute zum Beispiel, die ja auch so, sagen wir mal, intern emotional arbeiten wollen mit ihren Mitarbeitern.
Und mit, also was gibt es da noch so für Ideen oder Möglichkeiten, wie eure Kunden das vielleicht noch umsetzen? Also außer jetzt auf extern, auf Lead-Generierungen, auf Kunden oder Interessenten angesprochen. Genau, also da ist wirklich, sind keine Grenzen gesetzt. Wir sehen ganz viel natürlich White Paper, das hatten wir schon gesagt, E-Books, Broschüren, Mitarbeitermagazine oder auch wirklich externe Magazine ganz viel. Ja. Viele Kunden fokussieren sich hauptsächlich auf Geschäftsberichte, Sustainability Reports, solche Geschichten. Also wirklich alles, was mit Kommunikation in oder extern zu tun hat. Ja, sehr gut. Ja, jetzt vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, wie startet man denn jetzt sowas? Ne? Also es ist ja so eine Partnerschaft, die wir ja auch mit, als Cloud Bridge, also einmal wollten wir es selbst für uns nutzen, aber wie Mario, du ja auch schon anfänglich gesagt hast, haben wir auch viele Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, was kommt denn jetzt noch und PDF und Alternativen. Übrigens hat man auch einige Kunden, vielleicht nicht, Mario, kannst du noch was dazu sagen, die ja auch, sagen wir, größere Konzerne, die dann auch Schwierigkeiten hatten, sich vielleicht in bestehende Websites oder Landing Zones einzuklinken, weil es sehr aufwendig war. Auch das, glaube ich, war noch eine schöne Alternative, wenn man so technologische Alternativen braucht. Vielleicht sagst du da mal ganz kurz was dazu und dann können wir auch mal, wie kommen wir eigentlich da dazu jetzt? Ne? Also was müsste ich jetzt, wenn ich jetzt mich interessieren würde, da, was wären so die ersten Schritte, die ich dort machen könnte, um das mal auszuprobieren? Ja, also es ist immer ganz unterschiedlich. Wir haben eben teilweise Projekte, gerade bei größeren Unternehmen ist das häufiger der Fall, dass das Content-Management-System nicht so einfach zur Verfügung steht oder eben auch wirklich so eine Anlage von dem Content viele Schleifen bedeutet, viele Absprachen, viele Abstimmungen. Und natürlich ist da für uns eine Möglichkeit mit Folion, also der Fokus ist eigentlich Content zu erstellen, aber man kann sowas natürlich auch kombinieren. Also man kann natürlich auch mal sagen, man nutzt diese erste Seite von Folion eigentlich auch als Startseite und unterbindet erst in der Mitte mit einem Formular, holt sich quasi mehr Informationen, also man heizt schon so ein bisschen an und geht dann quasi in den richtigen Content, in den weiteren Inhalt, den man bekommt. Und das gibt natürlich Unternehmen, wo es ja einfach ein hoher Zeitaufwand ist, Content zu erstellen, die Möglichkeit, gemeinsam mit uns, mit unserer Grafikabteilung, auch mit unseren Content-Writern, dann relativ schnell Content zu erstellen. Und es ist ja gerade, wenn man dann so einen Fachbereich sieht, also Marketingabteilung, da werden ja Kampagnen auch eigentlich oft mal schneller umgesetzt. Ja, man will schnell live gehen, wenn dann auch das Konzept steht. Und da ist natürlich Folion oder allgemein so ein Tool dann zu nutzen, natürlich eine gute Möglichkeit, um da an den Start zu gehen. Und wenn du jetzt gesagt hast, wie kann man im Endeffekt starten? Also da natürlich, wir haben ja im Endeffekt jetzt die Partnerschaft mit der DINA beziehungsweise mit Folion. Und weil wir uns eben auch schon mal gedacht haben, viele wollen es vielleicht auch zu Beginn erst mal testen. Ja, also noch gar nicht jetzt gleich die Lizenz haben, voll quasi reingehen. Klar, macht Sinn, wenn man auch noch interne Publikationen hat, wenn eh schon wahnsinnig viel Bedarf da ist, kann auch DINA bestimmt gleich noch was dazu sagen, kann man gleich reingehen. Aber mit uns kann man das wirklich einmal testen. Eine Kampagne, wo man beispielhaft eben so einen Content auch aufbaut, schaut, was bringen einem diese Auswertungen, was kann man denn daraus lesen, werden bessere Leads zum Beispiel generiert, was ja immer wieder ein Thema ist, wenn wir dann über Marketing oder digitale Marketingkampagnen sprechen und dann ein Gefühl dafür bekommen. Und wenn man dann natürlich merkt, es ist etwas für einen, kann man dann natürlich auch selber diesen Weg eingehen und dann mit Folion da auch direkt zusammenarbeiten. Aber das ist so eine Möglichkeit, die wir da einfach anbieten, um damit zu starten. Genau, aber vielleicht, Dina, kannst du noch was dazu? Genau, dazu, wenn man jetzt mehr Bedarf hat und sagt, ja, also wir haben jetzt so viel auf dem Tisch liegen, wir können gleich hier 10 verschiedene Dinge damit abbilden. Wie würde das denn mit euch aussehen? Also von der Also Lizenzen bei uns, die starten wirklich mit Publikationsvolumen von 15 Publikationen, die man veröffentlichen kann. 35, das ist auch eine Möglichkeit. Also da kann man wirklich sehen, habe ich bestehenden Content, den ich verwandeln möchte, oder möchte ich wirklich jetzt neu starten und wirklich alle neuen Content, der publiziert werden soll, der soll jetzt in einem neuen Format sein. Aber wie Mario schon sagte, was wir ganz oft sehen, ist wirklich dieser Einstieg. Und ich weiß auch, wie schwierig es sein kann, eine neue Plattform in einem Unternehmen zu platzieren, weil man möchte immer sehen, okay, was bringt mir das Ganze? Also es gibt beide Möglichkeiten, aber damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, in welchem Rahmen wir uns da bewegen. Sehr gut. Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, es ist quasi Punktlandung und wir achten ja da sehr drauf, weil die 20 Minuten, das soll ja wirklich so ein
digitaler Snack sein. Und wenn wir jetzt neugierig gemacht haben auf mehr, dann jederzeit gerne natürlich, also über die Snackina-Gruppe, wo jetzt auch alle eine Einladung bekommen oder Direktkontaktaufnahme. Also wir sind da für alle Fragen, für alle Themen offen. Ja, und ich glaube, wir werden jetzt gemeinsam unser Knoppers essen, ne? Weil dein Lieblingssnack, liebe Gina, freuen wir uns sehr drauf. Und ja, vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Snackina.